Hallo und herzlich willkommen beim Ankündigungsvideo zum Server Stream Kingdoms, dem Nachfolger von Streamworld. Wir hatten in Streamworld RPG, wir haben zwei Folgen gemacht mit Ritter und Piraten, genau, und haben zusammen RPG gemacht und weil wir da ein bisschen Probleme mit einer alten Speakout-Version hatten und die neuen Plugins nicht gingen, haben wir gedacht, ja, wir machen kurz ein bisschen Pause und werden wieder zurückkommen, wenn ja, wir Lust und auch Zeit haben, da wieder irgendwie einen anderen Host zu wählen und ja, das alles zu fixen, damit die Plugins natürlich auch gehen. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr geplant, also zuerst einmal eben eine RPG-Welt, die machen wir in der World-Welt, in der normalen Welt. Dann eine PvP, Open PvP-World, wo ihr einfach mit diesen Völkern, die ihr in der RPG-World habt, könnt ihr da auch ein bisschen kämpfen oder sogar neue Völker, die nur PvP machen oder nur Rollenspiel machen in der RPG-Welt, können dann dort gegeneinander kämpfen. Ihr dürft eben wählen, wo ihr in der PvP-Welt bauen wollt, könnt ihr auch in der RPG-Welt eigentlich. Aber ja, ihr müsst ja auch irgendwie euch verstecken oder ja, euch irgendwie anschleichen an die anderen, alles erkunden. Und deshalb ist es eigentlich egal, wo ihr dort seid mit den Völkern. Am besten aber einfach dann bleiben natürlich in dem Reich, wo ihr auch in der RPG-Welt seid, um ein bisschen mehr RPG reinzubringen, weil sonst wird ja nur noch alles totgeschlachtet. Das wäre auch nicht so gut. Und in dieser Welt können dann immer wieder ein paar Schlachtfelder entstehen. Das sind dann einfach so umzäunte Gebiete, mit zum Beispiel ja, diesem roten Sand hier. Das ist zum Beispiel das Schlachtfeld von Team Rot. Und das Team Blau tut sozusagen dann eine Ecke einnehmen. Und es geht dann so, dass ihr eigentlich euch gegenseitig besiegen wollt. Vor allem das angreifende Volk hat nur eine Ecke und die anderen haben zum Beispiel drei Ecken, aber das macht nichts aus, weil die mit dem größten Vorteil müssen natürlich die anderen auch beschützen, oder? Das ist jetzt einfach mal so gemacht, damit nicht es langweilig wird oder jeder, der angreift, gleich einnehmen kann, weil beim anderen Reich jetzt zum Beispiel ein paar Leute fehlen. Und damit es auch ein bisschen realistisch ist, man fängt einen Krieg an einem Ort an und nicht überall. Und so geht es weiter, dann das nächste Königreich. Zum Beispiel hier mit grüner Beton. So. Und das kämpft zum Beispiel mit Gelb. Ja, so. Zum Beispiel so oder ja und so weiter. Also ich möchte es jetzt ein bisschen kurz halten. Wir erklären das nochmal im Livestream heute Abend besser. Der Server erscheint natürlich heute Abend hoffentlich. Könnte vielleicht ein bisschen später werden eventuell. Aber ja, dass wir heute schon mal die ersten Leute einladen könnt. Die das Video natürlich jetzt noch schauen, dürfen gerne unten in die Kommentare euren Namen nochmal einschreiben. Also euren Minecraft-Namen. Und welches Team ihr auch beitreten wollt. Natürlich ist es egal, was ihr nehmt. Es müssen nicht Ritter oder Gladiatoren sein oder so. Es können zum Beispiel das Rote Reich kann auch zum Beispiel eben Piraten sein, wie das letzte Mal. Und das Blaue Reich kann irgendwelche ja, Franzosen oder weiß ich auch nicht was genau sein. Die Grünen können zum Beispiel Naturvölker, irgendwie Waldelfen oder so sein. Und die Gelben können Ägypter, irgendwie Islam-Sachen, Völker, Perser zum Beispiel oder so sein und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Zukunftsvolk machen. Das ist eigentlich nicht so schlimm, oder? Oder ein Steinzeitvolk oder ein ganz komplettes Fantasievolk und so weiter. Dann gibt es noch eine Welt, die hat dann Events und ja, so
ja, Tage, wo man einfach irgendwie etwas Bestimmtes macht, ein bisschen zusammensitzt und so Sachen. Und jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, was ich noch für eine Welt machen wollte. Ah ja, eine Kreativbauwelt. Da darf dann jeder, der natürlich einen genügend guten Rang hat, dann kreativ bauen. Wir wollen nämlich eine realistische Welt machen. Dann können wir eigentlich die Events manchmal auch dort machen. Dann kann man die eigentlich ein bisschen vermischen. Und natürlich gibt es dann wieder noch eine Farmwelt. Die wird dann noch ein bisschen besser sein als bei Streamworld natürlich. Sorry, meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. Und ihr dürft jederzeit natürlich wieder Wünsche geben. Nutzt sie auch, weil da können wir natürlich vieles auch für euch planen. Weil wenn ihr dann wieder weggeht oder einfach ja keine Lust habt auf dem Server und so Sachen, dann fühlt man sich natürlich auch nicht so gut als Owner und als Streamer. Wir wollen natürlich allen es so machen, dass es wirklich motivierend für euch ist. War ja bei Streamworld auch schon so, dass es sehr motivierend war. Und ja, ich freue mich extrem drauf. Wir starten mal mit wenigen Slots, aber das erhöhen wir dann sofort, wenn wir sehen, dass es mehr, also dass mehr Leute kommen. Am besten halt einfach ein bisschen da sein. Also wenn nur wenige dann natürlich noch dazu sind, jetzt wenn wir zum Beispiel 8 Slots haben und ungefähr 10 Leute sind und 2 sind nicht aktiv, dann lohnt sich natürlich noch nicht hoch zu stellen. Aber eben wie gesagt, ihr dürft jederzeit natürlich sagen, wenn ihr natürlich nicht drauf kommt auf dem Server und so, ihr dürft auch ein bisschen böse sein. Nein, also ihr dürft natürlich auch sagen, hey, ich komme nicht auf dem Server, komm bitte, mach irgendwas. Wir Owner können dann rausgehen, dann kommt ihr trotzdem rein, das ist kein Problem. Also, starten wir den RPG-Server. Ist natürlich nicht unbedingt zwingend RPG, aber ich finde, das ist einfach tausendmal motivierender. Vor allem dann mit PvP-Schlachten und so weiter. Und ja, später gibt es sicher auch Gladiatorenkämpfe und ja. Zum Beispiel auch irgendwelche Wettkämpfe, nicht nur mit Schlachten, zum Beispiel mit einem Quiz oder mit einer Schatzsuche oder so. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Einen Schatz versteckt für die anderen. Ich bin ja meistens der Owner gewesen, habe den Schatz selber stecken müssen und konnte ihn dann nicht nehmen natürlich. Und das können wir dann sicher auch mal machen. Ja, immer am Abend dann Livestream, oder? Und ja, ich freue mich riesig drauf. Ihr dürft eben jederzeit auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge bieten. Ich hoffe einfach, dass alles klappt. Ich werde sicher bald anfangen mit dem Plugins installieren und so. Dann kann eigentlich der Server schon starten. Und eben für alle, die ich kenne, die dürft gerne bei Discord oder bei Skype vorbeischauen. Könnt ein bisschen reden mit mir. Und ja, alles weitere dann am Abend im Livestream. Dankeschön fürs Zusehen und ja, eine gute Erwartung bis heute Abend, weil es wird wahrscheinlich schon ein bisschen gut her zu und her kommen, also dass wir halt alles bauen müssen zuerst und ja, einstellen müssen, aber ja, wir können ja schon ein bisschen Rollenspiel machen, auch wenn manche Plugins noch nicht gehen. Vor allem das Faction-Plugins möchte ich natürlich jetzt auch nutzen. Das ging irgendwie nicht auf dem anderen Host, weil eben die Speaker-Version eher alt war und die Plugins zu neu. Konnte man ja nicht mehr alt holen und so weiter. Naja, also, danke und tschüss, bis heute Abend. Ich sage wahrscheinlich 16 Uhr oder 18:30 Uhr. Ich werde es ankündigen, gell? Tschüss.